Redner Wort der Sicherheitssprecher der FPÖ, Walter Rosenkranz. Und hinter mir auch. Immer gut. Herr Präsident, meine Herren Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Ja, was habe ich jetzt alles gehört vom subjektiven Sicherheitsgefühl? Warum fällt es eigentlich den Vertretern von SPÖ und Grünen so schwer, das Wort linksextrem in Form des Terrorismus in den Mund zu nehmen? Islam haben wir gehört, rechtsextrem haben wir gehört oder sonst irgendwas. Also das Wort linksextrem ist, scheint einfach in ihrem Sprachgebrauch ausgeblendet, soll so sein. Das ist nicht unser Problem. Ich wollte mich an sich gar nicht zu Wort melden, aber jetzt an den Herrn Bundesminister, aber weil auch so Herr Kolleginnen und Kollegen so gesagt haben, man darf nicht alles immer so für subjektive Gefühl sagen. Naja, auch in den Medien oder in den sozialen Medien. Was halten Sie von einem Zeitungsbericht aus der Zeitung Österreich am letzten Sonntag? Massenschlägerei am Westbahnhof. Afghanen und Somalier prügelten sich. Was sind das für diffusen Ängste, die hier geschürt werden? Das stimmt alles nicht. Das ist nur dazu da, um das subjektive Sicherheitsgefühl in den Keller zu bringen. Nein, meine Damen und Herren, das sind Tatsachen. Das sind Fakten. Und es geht weiter. Aus Lokal verwiesen, auf derselben Seite, so kann ich ja jede Zeitung an jedem Tag hernehmen, Syrer warf Messer auf Bargäste, da ist ein 21-jähriger Tiroler verletzt worden. Ich bin überzeugt davon, der hat weder eine diffuse Angst gehabt, der hat wahrscheinlich beim Besuch dieses Lokals gar keine Angst gehabt, weil ist ein Tiroler gestanden und der fürchtet sich vor gar nichts. Er hat trotzdem das Messer hineinbekommen und ist lebensgefährlich verletzt worden, wo wir dann auch noch die Spitalskosten selbstverständlich zu tragen haben als Allgemeinheit. Und Herr Bundesminister, in Fragen Mindestsicherung und so weiter, bleiben Sie hart gegenüber Ihrem Koalitionspartner. Es ist der richtige Weg, den Sie hier einschlagen. Aber jetzt komme ich eigentlich zu dem, was hier passiert ist in Wortmeldungen. Die Frau Kollegin Koron hat gesagt, wenn man Sicherheitspolitik ernst nimmt, was man da betrachten muss, da sage ich Ihnen eines, Kollegin Koron, schauen Sie erst einmal, dass Sie Ihren Unsicherheitssprecher Peter Pilz aus der Fraktion hinausbekommen. Das wäre an sich ein hervorragender Punkt und ein hervorragender Bereich einmal, um hier wirklich weiterzukommen. Weil eines, wir befinden uns hier in einer Nationalratssitzung und nicht in irgendeiner Gesprächstherapiesitzung, wo man das eine oder andere persönliche Problem hier vom Rednerpult hier lösen kann. Eines möchte ich nämlich schon auffällig sagen. Für Sie vollkommen auffällig muss das euch jetzt gewesen sein, was da passiert ist. Und das möchte ich Ihnen noch entsprechend verdeutlichen, meine Damen und Herren Kollegen. Der Kollege Pilz stellt sich hierher und singt das Loblied für die österreichische Exekutive. Wir kennen ihn doch, wann er hier steht und Übergriffe, behauptete Übergriffe, die sich dann nachher als Schall und Rauch erweisen von dieser Stelle heraus, wo er die österreichische Exekutive regelmäßig hier besudelt. Das ist das wahre Gesicht des Herrn Peter Pilz und jetzt stellt er sich hierher als Schutzmantel Madonna der österreichischen Polizei. Also das wird doch keiner mehr glauben. Ist er mittlerweile auch schon so unabhängig geworden wie der Unabhängige der Unabhängigsten überhaupt in diesem Wahlkampf? Ich möchte nur ein kleines Detail sagen. Und es ist nämlich die Frage, die ernstzunehmende Frage des Ansteigens von rechtsextremen Delikten angesprochen worden. Ich habe eine Frage gestellt an den Herrn Innenminister. Es gibt nämlich das sogenannte NS-Abzeichengesetz. Überall dort, wo ein NS-Symbol, zum Beispiel das Hakenkreuz, drauf ist und es wird angezeigt, dann ist es selbstverständlich eine rechtsextreme Straftat. Ein Verstoß gegen das Abzeichengesetz. Außer man findet den Täter. Und ich habe daraufhin die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Hakenkreuz auf das Plakat des jetzigen Vorsitzenden hier und Bundespräsidentschaftskandidaten Hofer draufgeschmiert wird. Es ist ein Verstoß gegen das Abzeichengesetz, das ist rechtsextreme Tat. Und dann habe ich das Gedankenspiel gemacht, was passiert eigentlich, wenn der Kollege Pilz selbst ein Hakenkreuz draufschmiert, dann in der Statistik sieht, es ist um eins weitergegangen und dann den Finger drauf zeigt und sagt, oh, jetzt sind die rechtsextremen Taten schon wieder in die Höhe gegangen. Was sagt der Kollege Pilz im Innenausschuss? Auf einen Nazi muss man ein Nazi-Symbol draufschmieren können. Das ist die Unerhörtheit dabei. Das ist das Unerhörte. Einen Mann, der über jeden Zweifel diesbezüglich erhaben ist, so in den, mit Schmutz und Dreck zu bewerfen. Eines sage ich Ihnen dazu. Eines sage ich Ihnen dazu. Wenn Sie
wenn Sie dieses Spiel so weitertreiben wollen oder zur Spitze treiben wollen, das wird nicht aufgehen. Nur, es ist bereits ein Politiker rechtskräftig in mehreren Instanzen und auf mehreren Wegen straf- und zivilrechtlich verurteilt worden, dass man zum Norbert Hofer nicht Nazi sagen darf. Sie tun's ja nur, weil Sie, so wie von Ihnen gewohnt, hier stehen, im Schutz der Immunität, die grundsätzlich was Gutes ist. Aber eines möchte ich für die Zukunft haben. 2017, bitte, liebe SPÖ und liebe ÖVP, lassen Sie endlich früher als später die Neuwahlen zu, nicht für, um für andere klare Verhältnisse in Österreich zu sorgen, sondern dass diese Anti-Österreich-Partei der Grünen nicht mehr hier vertreten ist und der Herr Peter Pilz keine Immunität mehr hat. Sagt Walter Rosenkranz, der Sicherheitssprecher der FPÖ in Richtung der Grünen-Fraktion, und deren Sicherheitssprecher Peter Pilz. Am Wort nun Martina.